Ja, jetzt war da eben ein Mann an der Ampel, ungelogen. Und der kam mit einer Sektflasche an und wollte mir verkaufen. Ja, echt Wahnsinn. Und was war passiert? Ja. Das war, würde ich mal sagen, heftig, weil er wollte sie mir verkaufen und die kostet in Wirklichkeit nur 3 Euro. Ich musste eben ein bisschen überlegen, wo ich hinfahre. Und ja, habe ich so gelacht, so, was willst du mir verkaufen? Ja, und dann meinte er, ja, das ist ein ganz besonderer Sekt. Und ich verkaufe ihn dir für 79 Euro. Sag ich, der kostet 3 Euro im Laden bei Aldi. Ja, aber jetzt kostet der kostet jetzt mal einfach 79 Euro. Ich sag, was willst du mir den Sekt für 79 Euro verkaufen? Bist du irgendwie ein Dulli oder was? Und er sagte, nein, der ist ganz besonders, der schmeckt ganz besonders, der ist auch noch geschlossen. Da sage ich, komm, hau ab damit mit der Flasche, ich brauche jetzt keinen Sekt. Schon gar nicht für 79 Euro. Ich glaube, bei dir piept's. Ja, das ist die Geschichte und das ist wahr.